Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, wieso ist der Ben eigentlich so schwarz und man sieht nur den Hintergrund? Ja, ich fand heute einfach das Wetter so schön und ich wollte das als jetzt mal das Hauptmotiv machen des heutigen Videos, deswegen bin ich jetzt auch erstmal als schwarze Silhouette nur zu sehen. Darum soll es heute aber nicht gehen. Ich möchte heute vergleichen, welcher der beiden Möglichkeiten, den Hintergrund unscharf zu machen, zum Beispiel für ein Porträt, besser ist. Die Möglichkeit, das Ganze im Porträtmodus direkt auf dem iPhone zu machen oder die Möglichkeit, das Ganze nachher auf Lightroom dann die Hintergrundunschärfe anzuwenden oder auch noch eine weitere Version, die vielleicht sogar besser ist. Darum soll es heute gehen. Viel Spaß beim Zugucken. Nochmal vorher erst ein paar Nebeninformationen, die ganz wichtig sein könnten. In dem Porträtmodus von dem iPhone kann man sagen, es geht direkt, man muss danach nichts mehr machen und es ist fertig. Kann man auch nicht mehr viel, man kann nur noch diese kleinen Filter bei Apple draufhauen, ein bisschen Nachbearbeitung, aber viel Spielraum hat man da jetzt auch nicht, da es nämlich ein JPEG ist. Und so, also jetzt die Hintergrundschärfe kann man jetzt auch nicht mehr viel wirklich nachbessern, das ist einfach fertig. So, wie macht man das bei Lightroom? Das finde ich viel besser, denn ich habe direkt mehr Kontrolle. Ich kann in dem RAW-Modus fotografieren, das heißt, ich kann auch insgesamt mehr an dem Bild bearbeiten, ich kann den Look draufpacken, den ich wirklich haben will. Wer genaueres dazu wissen möchte, guckt gerne in meinem letzten Video vorbei. Also wie gesagt, ich kann halt in RAW fotografieren, was schon mal ein großer Vorteil ist. Dann geht es halt weiter in Lightroom. Einfach nur noch auf Anwenden klicken, dann noch ein bisschen das Bokeh anpassen und das war's. Wenn es dann noch grobe Fehler gibt, dann noch irgendwie nachbessern. Vielleicht zum Beispiel ist ein Baum noch im Fokus, der eigentlich nicht im Fokus sein sollte. Das kann man dann noch schnell machen. Und das ist dann der Durchlauf in Lightroom. Aber wie gesagt, gibt es auch noch eine dritte Möglichkeit, die auch meiner Meinung nach sogar besser ist, nämlich das Ganze in Photoshop zu machen. Da gibt es dann noch einen bestimmten Durchlauf, den ich dann auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken möchte, von dem ich das auch habe. Und das werden wir heute, wie gesagt, machen. Ich würde sagen, ich rede jetzt aber nicht mehr lange. Ich zeige euch das Ganze am Computer. Und da sind wir auch schon wieder. Ich habe jetzt ein paar Fotos gemacht und die können wir uns jetzt einmal angucken. Ich habe hier einmal jeweils ein Porträt gemacht und einmal dazu das dazugehörige RAW. Jetzt können wir hier einmal durchgucken. Also jetzt hier einmal Porträtmodus, RAW-Modus. Jetzt hier einmal noch ein Kinovideo, was ja auch immerhin mit Unschärfe gemacht wurde. Und hier jetzt kann ich auch schon mal voraussagen, wie man sieht, das ist halt nicht perfekt. Auf dem Handy sah es noch gut aus. Jetzt hier auf dem größeren Bildschirm sieht man direkt, dass das gar nicht gut ist. Es ist halt einfach noch nicht ausgereift, sodass das wirklich professionell aussehen würde. Hier geht's weiter. RAW, Porträtmodus und ich habe wirklich sowas von toll geguckt hier. RAW, Porträtmodus und wie man bisher noch sehen kann, der RAW-Modus ist natürlich jetzt halt noch ohne Hintergrundunschärfe, obwohl ein bisschen Hintergrundschärfe ist auch dabei, denn also die natürliche Hintergrundschärfe, aber wir wollen das natürlich jetzt ja bearbeiten. Das machen wir jetzt. Ich würde sagen, wir beginnen mit diesem Foto hier und wir sehen uns gleich wieder. Ich bin mit der Grundbearbeitung fertig. Jetzt können wir mit der Hintergrundunschärfe in Lightroom einmal beginnen. Wir drücken auf Anwenden und lassen jetzt die Magie spielen. Das Ganze ist fertig. Jetzt kann man noch sagen, wie viel man das Ganze geblurrt haben will. Sagen wir jetzt mal, wir wollen das ungefähr genauso gleich stark haben wie beim iPhone. Gucken wir noch einmal. Jop, kann man sagen, das ist jetzt ungefähr genauso wie hier. Und jetzt, wenn wir uns die beiden Bilder angucken, was sehen wir da? Es sieht beides irgendwie kacke aus. Bei beiden Bildern ist das noch nicht richtig ausgeschnitten. Wir haben hier einerseits bei dem schon Apple integrierten Porträtmodus hier einmal das Ohr. Sieht hier irgendwie ganz schön komisch aus, da diese kleinen Umrandungen. Irgendwie ist das nicht richtig fein. Irgendwie hier noch gab es ein paar Stellen. Und ich muss zugeben, ich habe nicht das neueste iPhone. Das ist nicht das iPhone 15 Pro Max, das ist das 13 Pro Max. Hier muss man also sagen, dass der ist nochmal ein bisschen besser geworden. Aber auch selbst beim 15 Pro Max gibt es nochmal Probleme, wie ich auch schon getestet hatte in einem vorherigen Video. Aber auch, wie man jetzt hier nochmal genauer sehen kann, bei beiden Methoden gibt es hier noch Probleme, das Ganze hier auszuschneiden. Was mir hier auffällt, bei der Methode von Lightroom ist die Kante sehr, sehr viel härter. Man sieht nicht so diese Abrundung. Das Ganze sieht halt wirklich nicht so echt aus. Hier oben halt ist halt nicht richtig perfekt. Und man muss sagen, selbst bei meinen Haaren, die jetzt noch relativ einfach sind, hat das schon diese Probleme gegeben. Wenn das jetzt andere Haare wären, die jetzt noch ein bisschen abstehen,
gehen würden und sonst was, wäre dann der Ganze noch schlimmer gewesen. Wenn ich jetzt also aussuchen müsste, welches ich nehmen sollte, das iPhone-Image, was direkt aus der Kamera kommt, oder das Image von dem RAW jetzt selbst jetzt hier draufgefügt, dann würde ich mich, glaube ich, für die Apple-Variante entscheiden. Denn Lightroom macht das Ganze ja jetzt nur aus Bilderkennung und der braucht wirklich ein Motiv dafür. Und wie gesagt, der erkennt das jetzt einfach nur so aus dem Bild. Apple hat ja jetzt noch den LiDAR-Scanner eingebaut, der das Ganze erst noch hilft. Das hat Lightroom jetzt nicht eingebaut. Apple kann das also schon nochmal hier, würde ich sagen, ein Ticken besser, was jetzt Out of Cam heißt. Nehmen wir uns aber jetzt auch nochmal ein weiteres Beispiel. Ich habe nämlich meine Katze fotografiert, was mal nicht so geklappt hat in den Porträtmodus. Ich habe hier versucht, meine Katze zu fotografieren, während sie auf mich zugelaufen ist und habe hier ein paar Bilder geschossen. Wie man hier an den Beispielen sehen kann, ist das Ganze hier nochmal eher auf gar keinen Fall so richtig gut gelaufen. Auch das hier ist schon besser, als das aus der Kamera kommt, denn ich habe nochmal im Handy nochmal den Fokus neu verlagert. Der saß nämlich irgendwo hier vorne auf dem Gras und nicht auf meiner Katze. Das war also schon mal gar nicht gut. Und jetzt auch selbst, als ich das jetzt umgelegt habe, sieht man immer noch, das sieht nicht ganz toll aus. Hier auch am Schwanz sieht man, hier, der ist so ganz komisch abgeschnitten hier. Das sieht alles ganz schön komisch aus. Und das wollen wir jetzt versuchen, mit der Lightroom-Methode besser hinzukriegen. Wir nehmen uns also ein vergleichbares Bild, das RAW, bearbeiten erstmal wieder. Und jetzt gehen wir wieder unten unter nach Anwenden. Jetzt muss man hier auch schon wieder sagen, falls man die Hintergrundunschärfe nicht anwenden möchte, sieht das Bild jetzt auch immer schon noch besser aus, als wir das Ganze hier auf dem Porträtmodus haben. Denn wie gesagt, wir haben das Ganze im RAW bearbeitet. Wir haben nicht diese krasse Nachschärfung, die wir hier sehen. Alles ist irgendwie komisch. Das ganze Gras wurde hier noch nicht richtig abgeschnitten und alles und sieht komisch aus. Also selbst wenn wir jetzt das nicht anwenden wollen und das einfach so lassen, sieht das Bild schon viel, viel besser aus, natürlicher und es sieht besser aus. Jetzt wollen wir aber auch das Ganze drauf haben und versuchen das nochmal anzuwenden. Das Ganze ist fertig und wie wir auch hier direkt schon auf den ersten Blick sehen, der Schwanz sieht irgendwie sehr, sehr komisch aus. Der wurde komisch ausgeschnitten. Das kann auch Lightroom selbst nicht richtig machen. Sonst, wenn wir uns jetzt mal hier auf Tiefe visualisieren klicken, kann man sehen, dass er das Ganze schon gut analysiert hat. Vorne das Gras ist am hellsten, das ist also am nächsten an der Kamera und Pedro ist hier so irgendwie zwischendrum. Hier sieht man dann halt hier diese kleinen Schwächen, die halt hier das Ganze hat, dass das hier noch nicht richtig ausgeschnitten ist. Jetzt könnte man hingehen und das Ganze selbst noch irgendwie versuchen zu korrigieren, indem man auf Verfeinern drückt, hier jetzt auf Unschärfe drückt, kann man dann jetzt hier dann noch mit einem Pinsel dann noch hingehen, das Ganze hier ein bisschen noch wegmachen. Aber das ist wirklich sehr, sehr wirklich zeitaufwendig, was natürlich jetzt man nicht machen will und das dann auch noch wahrscheinlich dann bei sehr, sehr viel mehr Fotos, die man dann auch noch hat, was natürlich dann sehr, sehr nervig ist. Also hier jetzt auch nochmal schnell vergleichen, Lightroom gegen Apple. Ich würde sagen, hier sieht das Lightroom-Bild noch besser aus, denn wir haben hier wirklich eine sehr, sehr, sehr krasse Nachschärfung, was wir hier nicht haben. Dafür sieht aber auch hier das Bokeh nicht wirklich auch viel besser aus als bei auf dem iPhone. Das Ganze hat auch noch sehr, sehr viele Probleme und das, glaube ich, wird erstmal nichts. Jetzt versuchen wir das Ganze auf meiner dritten Methode, ob wir das Ganze nicht vielleicht doch besser hinkriegen. Dafür gehen wir auf Photoshop. Erstmal ein Fisherman's Friend. Sind die zu stark? Bist du zu schwach? Können das dann jetzt hier auch nochmal schnell bearbeiten. Mache ich dann auch nochmal eben schnell. Jetzt auf Öffnen. Bum-budi-bum. Und jetzt legen wir los. Dafür kreieren wir erstmal zwei Kopien von dem Bild, indem wir auf Command J drücken. Und wir können die erste Ebene jetzt Subjekt nennen. Subjekt. Und das zweite Hintergrund ohne Subjekt. Dafür wählen wir jetzt erstmal das Subjekt aus. Hier können wir dann einfach auf das hier gehen und dann Motiv auswählen drücken. Gucken wir mal, ob der das Ganze gut auswählt. Hat der noch nicht richtig. Das machen wir jetzt nochmal eben schnell. Ein bisschen feiner wenigstens. So, das war's. Jetzt haben wir das Ganze halbwegs schon einmal jetzt hier ausgewählt. Wie gesagt, es muss noch nicht genau sein. Hier diese ganzen Grashalme, die davor sind, machen jetzt erstmal noch nicht viel aus. Jetzt drücken wir aus Auswählen und Maskieren. Ausgabe in, Ebenenmaske und auf OK. Jetzt, wenn wir das hier alles ausschalten, haben wir theoretischerweise nur die Katze hier vorne. Perfekt. Jetzt als nächsten Schritt wollen wir die Katze hier von dem Hintergrund entfernen. Dafür haben wir jetzt hier schon oben die Maske erstellt. Dafür gehen wir jetzt hier drauf, drücken da drauf, halten die Command-Taste bei dem Mac gedrückt
und gehen hier oben dann auf dann dieses Zeichen hier. Dann können wir dann das dann hier, dann haben wir das dann hier direkt ausgewählt. Können jetzt auf generatives Füllen gehen und generieren. Das war's. Gucken wir mal durch, welches das Beste ist. Jetzt hat der mir hier so einen doofen Stein hingeneriert. Ich weiß auch nicht wieso. Nee, in diesem Fall, wie wenn es einfach nicht klappt, muss man einfach nochmal neu ran. Dann sehen wir hier einfach, wir haben das nicht richtig ausgewählt. Wir müssen da das Ganze nochmal genauer auswählen, denn wir haben hier noch einen Schatten, der dann mit generiert wird. Den müssen wir dann nochmal mehr auch noch mit auswählen. Gehen wir hier nochmal eben hin, wählen das mit aus, sodass das dann das Generative Fill auch direkt mit wegmachen kann oder nicht denkt, da muss noch irgendetwas Neues hin. Jetzt aber ein generatives Füllen und generieren. Wunderbar, jetzt hat das Ganze geklappt. Wir gehen hier einmal nochmal durch, was sieht am besten aus. Wir nehmen dann die erste Version dafür, perfekt. Und das hat das perfekt einmal weggemacht. Jetzt können wir hier gehen, das Ganze hier einmal auf Command E drücken. Dann haben wir hier eine Ebene wieder. Jetzt haben wir hier unsere Ebene ohne den Kater und können hier jetzt unseren Ton und Schärfe drauf machen. Dafür gehen wir jetzt hier oben auf Filter und Kamera RAW Filter, also sozusagen wieder in diese Lightroom Ansicht. Können wir jetzt hier unten auf Objektunschärfe einmal wieder anwenden drücken. Das hat geklappt. Jetzt müssen wir nur noch einmal auswählen, wo das Ganze scharf sein soll. Dafür gehen wir hier auf dieses Zeichen drücken. Ungefähr hier drauf, wo das Ganze sein soll. Perfekt. Ich würde das ja jetzt nochmal selbst ein bisschen anpassen. Hier stand Pedro ja jetzt. Dann haben wir jetzt genau hier die Hintergrundunschärfe drauf. Gucken wir jetzt auch nochmal, ob das Ganze richtig visualisiert wurde. Perfekt, so soll es aussehen. So, können wir auf OK drücken. Jetzt haben wir hier unser Bild mit der Hintergrundschärfe noch jetzt ohne Pedro. Und wenn wir jetzt hier oben wieder auf Anzeigen gehen, haben wir dann auch Pedro jetzt hier mit drin. Das Ganze sieht jetzt noch ein bisschen hart aus. Jetzt wollen wir das Ganze dann noch ein bisschen verfeinern und können dann jetzt hier mit einmal dem Pinsel, mit einem wirklich sehr, sehr weichen Pinsel, das Ganze jetzt noch ein bisschen nachbessern. Farbe wechseln, zum Beispiel Pedro wurde hier nicht richtig ausgeschnitten. Dann hier nochmal ein bisschen nachbessern. Weil das Fell ist ja jetzt auch noch nicht ganz richtig weich. Können wir dann jetzt ein bisschen weicher machen. Hier oben ist noch ein bisschen was. Wunderbar. Halt nochmal ein bisschen so um Pedro rumgehen, sodass wir dann jetzt hier noch eine schöne weiche Kante haben und das Ganze nicht so hart abgeschnitten wird, wie es halt sonst normalerweise ist. Jetzt sehen wir auch wieder, Pedros Fellhaare kommen wieder hervor und das Ganze sieht wunderbar aus. Ist natürlich jetzt nochmal eine etwas schwierigere Arbeit, wo man jetzt nochmal ein bisschen mehr Zeit investieren muss. Aber wir sehen jetzt direkt, die Auswahl ist viel, viel feiner. Das Fell hier ist nicht so ganz hart abgeschnitten und wir haben hier auch einen viel, viel genaueren Porträtmodus, als wir das hier direkt bei dem Porträtmodus bei Apples Kamera haben. Das sieht einfach viel besser aus, wenn wir uns jetzt nochmal hier das Bild von dem iPhone ansehen. Übelst. Also, wenn man hier nochmal hier den Vergleich sieht, was wir hier vorher haben, das hier sieht wirklich übelst aus. Einfach, schlimmer geht's nicht, kann man fast sagen. Hier, wie gesagt, die Vorteile vom RAW, dass wir das Ganze nicht irgendwie so richtig nachgeschärft haben, wie bei den normalen Apple-Fotos. Das könnte man schon meinen, das ist fast ein richtiges Kamerafoto. Und wenn wir jetzt hier sehen, die Hintergrundunschärfe wurde viel feiner angewendet. Zoomen wir auch hier noch einmal rein. Jetzt auch nochmal bei dem Schwanz einmal angucken, den Vergleich. Und jetzt hier dann mal zum Vergleich hier das Gesicht nehmen bei Pedro. Das Ganze hier hat eine harte Kurve. Das ganze Fell hier ist nicht richtig weich abgeschnitten, als wenn das Fell irgendwie so eine harte Kante hätte, was natürlich ja nicht ist. Wir haben hier einfach bei der Katze schon ein viel, viel besseres Ergebnis bei der dritten Methode geschafft. Jetzt könnte man hier auch noch etwas hinzufügen. Bei den Handys ist das meistens nicht so, dass wir dieses Problem haben, aber wenn wir jetzt hier auf der Katze oder noch in dem ganzen gesamten Bild noch irgendwie Rauschen hätten, wir hätten bei schlechterem Licht fotografiert und das Ganze würde ein bisschen rauschen, dann würde es ja jetzt auf der Katze zu sehen sein und im Hintergrund nicht das Ganze ja jetzt weggeblurrt ist. Das könnte man jetzt hiermit lösen, indem man hier dann auch noch auf den Hintergrund auch noch ein Rauschen hinzufügt. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Erstmal für die meisten wird das jetzt erstmal reichen. Und wer das dann auch jetzt auch noch genauer angucken will, dem, wie gesagt, verlinke ich jetzt dann auch nochmal das Video, von dem ich das habe, in der Videobeschreibung, sodass ihr das dann auch jetzt dann wirklich auch vom Profi lernen könnt und nicht nur von mir, der das Ganze abgeguckt hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.